Lass mich mal in Ruhe. Genau, kümmert euch um den R8 da hinten, aber nicht um mich. Boah. Zerstört. Naja, gut, können wir nichts machen. Neuer Versuch, Resets übrig 3. Die rieseln uns so langsam durch die Finger, das ist echt nicht mehr feierlich. Aus irgendwelchen Gründen zieht der Wagen manchmal so nach rechts. Ich verstehe es echt nicht, warum. Danke fürs Anschieben. Straßensperre, je größer, desto besser. Straßensperre also. Straßensperre wird eingerichtet. Wenn nicht langsamer. Hier ist durch, auf ihn, setz ihn unter Druck. Code 3, Verfolgung. Ja. So. Code 3. Lass mich durch, Mann, lass mich durch. Das hat Probleme, setz dich dran. Ich hab hier noch ein paar Kumpels hinten dran hängen, die mir irgendwie nichts Gutes im Sinne haben. Irgendwie ist das gerade sehr... Oh mein Gott. Lass mich durch, Mann. Okay, danke schön. Einen noch. Ich hab ihn. Code 3. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe nichts zu tun, ich war hier vorne. Das war ich. Oh ja. Cop Takedown. Komm schon. Beendet. 5 Minuten und 1 Sekunde. The Run-Position ist 12. Oh Mann, wir kommen langsam in die Top 10. Auszeichnungen. 880 XP im Rennen erhalten. Wir haben noch 3 Resets. Macht nochmal 60 XP. Leider kein perfektes Rennen. Aber das nächste vielleicht. Wäre doch mal was. Entschuldigung. Mila Belova. Mila stammt aus einer angesehenen Familie aus der Upper West Side von Manhattan. Ihre enge Freundschaft mit der Tochter des Mechanikers der Familie und ihre rebellische Art brachten sie in die Welt des schnellen Autos und keine Ringelgeld. Sie braucht das Geld nicht, sie will einfach ihren Spaß haben. Alles klar, Milady, alles klar. Besiege Mila Belova. In 7 Kilometern sollte das zu machen sein. So. Boah, die Lenkung. Na, wenn das kein Drift war, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay, so langsam komme ich dahinter. Oh, schön, wie das Licht da durchbricht. Und schön, wie ich durch den Zaun breche. Oh, wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. So, Windschatten ausnutzen und dann rausbeschleunigen. Leider ist sie ein bisschen zu weit vorne.
Alter. Unglaublich. Der Wagen. Mit dem Wagen wird das hier nichts. Mit dem Wagen wird das nichts. Hallo, ich bin in dir. Nicht falsch verstehen. Geh doch aus dem Weg! Meine Güte. Ihr fahrt aber auch für die letzten Henker hier. Natürlich, zieh doch nach links. Ist doch dumm in der Birne. Habt ihr das gesehen? Der Wagen ist einfach nach links gezogen. Ich habe eigentlich nach rechts gelenkt. Das ist ein Manko. Das ist ein Manko. Aber das liegt auch an dem Wagen, weil mit anderen Wagen hatte ich das nicht so extrem. Ist aber auch kein Wunder, wenn ich hier ständig durch die Prärie fahre, dass da ab und zu mal der Wagen vielleicht ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Ich meine, wäre ja in echt auch so ein bisschen so, oder? So, Lady, jetzt lass mich mal vorbei. Dankeschön. Da hinten ist sie 1,3 Kilometer noch. Den Checkpoint würde ich gerne als erster durchfahren. Ja. Dammit. Nein, so nicht, Lady. So nicht. Ja. Rennen beendet in 7 Minuten und wir haben ein Blatt in der Speiche. Schön. 7 Minuten ist die Etappenzeit. The Run Position 11. Auszeichnungen bekommen 680 XP im Rennen gesammelt und wir bekommen nochmal 60 XP nur für 3 übrige Resets. Mila Belova besiegt. Sick Edition 370 irgendwas. Puh, wir kommen immer näher. Wir kommen immer, immer näher an unser Ziel, an New York. Und wir fahren jetzt Sawmill Drive. Big Run State Park. MD. Was ist MD schon wieder? Macht Zeit gut. Bin dran. Da können wir mal ein bisschen unsere Fahrkönnen und unser Fahrerlebnis testen. Wir haben übrigens Laub auf der Straße. Das bedeutet, es ist hier ein bisschen rutschiger. Wie man vielleicht so ein bisschen sieht, aber ich bin ja auch... Nein. Nein. Verdächtiger gesichtet, kein Problem, den kriegen wir, Stefan. Verdammt. Bullerei. Und was das für einer ist, will ich gar nicht wissen. Speed Limit 45, ja. Das war mal. Dammit, das kann es mich jetzt gekostet haben. Da vorne ist der nächste Checkpoint, ich sehe ihn, das wird richtig eng. Probleme mit meiner Einheit, ich melde mich. Komm schon. Kriege ich den Typ ausgeschaltet? Ja, das hat ihn wieder ein bisschen Leben gekostet. Nein, damn it. Ein paar stabilere Leitplanken werden hier angebracht. Definitiv.